Eine Künstlerin, die eigentlich zum Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Als Frau in einer Zeit, in der das Informelle und Abstrakte besondere Beachtung bekam, ist Dina Larot unbeirrt ihren Weg der gegenständlichen Kunst gegangen. Gezeichnet habe ich immer natürlich. Dann erst später, wie ich in die Schule gegangen bin, ich habe meine Geschwister gezeichnet, die Schülerinnen gezeichnet. Ich habe eigentlich immer gezeichnet, es hat mir Spaß gemacht. Und bin ich zu einem Maler gekommen, zum Professor Fellinger hat er geheißen, Blumenmaler. Da hat man die Staffelei mitgenommen und aufgestellt und dann Äpfel gemalt und Birnen, die ganzen Regeln gelernt. Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe nicht gesehen, warum bei einem roten Apfel das Schatten grün ist und so weiter. Und das ist so dahingeplätschert, bis eines Tages hatten wir Gäste zu Hause und ich habe voller Stolz unter dem Bett einige Bilder hervorgezogen. Voller Stolz, ich habe mir gedacht, fabelhaft. Wie schön die alle sind, vor allem wenn die Sonne auf die roten Äpfel scheint, wie die roten Äpfel leuchten. Und der hat sich das angeschaut und lange, lange geschwiegen. Und ich habe mir gedacht, na, der ist jetzt ganz paff, weil ich so genial bin. Das macht er jetzt eine Entdeckung mit mir. Na, und dann, nach einer Weile, schaut er mich an und sagt, weißt du was, jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt's. Ich gebe dir einen guten Rat. Am besten, du verbrennst die ganzen Bilder. Erste Bestätigung erfuhr die Ausnahmekünstlerin, deren Weg auch oft von Zweifeln und Suche geprägt war, durch Oskar Kokoschka, mit dem sie eine langjährige Freundschaft verband und dessen Schule des Sehens ihr Hilfe und Beistand war. Nicht zuletzt war es auch Oskar Kokoschka, der ihr Talent erkannte und sie in ihrer Kunst bestärkte. Er ist wohl die prägendste Gestalt in Dina Larots sehr individuellem Kunstschaffen. Eines Tages sagte mir jemand, ich solle zu Kokoschka gehen und war dort 14 Tage und das war wirklich die Wende in meinem Leben. Also genau 14 Tage der Schule des Sehens. Na, und danach bin ich dann zurück, ungern. Das hat große Szenen gegeben, ich wollte nicht weg von dort. Und habe dann das Handwerk gelernt, von der Pike auf, nicht? In Graz. Da hat es extra eine Ausbildung gegeben für Malerei, für Künstler. Und der Professor hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Ich war schon verheiratet, ich war zwar nur jung, aber immerhin, die Burschen haben was gegolten. Und da ist man 4 Stunden gestanden an einer Aktzeichnung. Oder schnell zeichnen, die Farbkomposition, die Farbenlehre, alles hat man gelernt von A bis Z. Was heute, das ist eine Ausbildung, die es heute nicht mehr gibt, weil heute braucht man kein Zeichnen mehr. Nicht? Da fotografiert man und malt das vergrößertes Foto und malt dann drüber. Nicht? Das ist eine andere Art, die Welt zu sehen. Und das war's. Und so habe ich dann begonnen und Ausstellungen gemacht in Wien dann unter Widerständen oder auch nicht, ne? Also ich muss sagen, es hat lang gedauert. Er hatte kein persönliches Verhältnis, also oder ein engeres Verhältnis zu seinen Schülern. Es waren ja 400 damals. Das war eine große Sache, aus der ganzen Welt sind die Schüler dort gekommen, nicht? Man ist dort gestanden und jeder hat geschaut, was der Kokoschka zum anderen sagt. Er ist ja nur ein-, zweimal in der Woche gekommen. Das war eine Riesenaufregung. Alle haben sich zusammengedrängt. Der Kokoschka hat manchen Schülern, das waren meistens Mädchen, hat ein Bonbon geschenkt. Das war eine besondere Auszeichnung. Die war dann ihr Leben lang stolz auf das Bonbon. Und ich muss sagen, das, was er uns mitgegeben hat, das war die Menschen zu sehen oder die Dinge zu sehen in ihrer Wesentlichkeit. Von da ab habe ich beschlossen, mich der Malerei zu widmen, nur mehr das zu machen, habe alles andere vernachlässigt und natürlich hat es dann auch in der Familie, also mein Ehemann, der war dann nicht immer so einverstanden. Er hat immer gesagt, na, was macht denn diese Pinselei, was brauchst denn, dass du lieber mal aufräumen? Und so die üblichen Sprüche, die alle Frauen, Hausfrauen trifft. Und so kleinweise, mein Vater hat mir geholfen, nicht? Ich habe eine Ausstellung gemacht. Dann sind seine Kollegen gekommen und Verwandte sind gekommen. Und die haben halt was gekauft, nicht? Mehr oder weniger
als waren sie gedrungen dazu, nicht? Und so hat es begonnen. Und ich habe dann, ich weiß, in Graz habe ich eine große Ausstellung gehabt. Da habe ich dann schon Akte gemalt. Und Akte zu malen war für Frauen etwas, was es nicht gibt. Als Kind, wie ich 12 Jahre alt war, hatte ich mir von meiner Nachbarsfreundin, meiner besten Freundin, ein Buch ausgeliehen, das ihren Eltern gehört hat, von Bernhard Sieg, Südsee. Und ich habe das durchgeblättert und da waren drin Bilder von Bali und das hat mich so fasziniert. Ich war damals 12 Jahre und habe mir gesagt, da möchte ich eines Tages hin. Ich bin dann erwachsen worden und habe das Bali längst vergessen. Und dann hat sich das ergeben, ich habe einen Reiseleiter kennengelernt, der das arrangiert. Und ich bin mit meiner Tochter hingeflogen. Das war die erste große Reise in unserem beider Leben außerhalb Europas. Und wir sind dort angekommen und es war seltsam. Es war alles, alles anders, wie wir es je gekannt haben. Man muss überhaupt, ich habe mir dann gesagt, am besten, man denkt überhaupt nicht dran an unsere Tradition, woher man kommt, an gar nichts, sondern man schaut mit offenen Sinnen. Es war alles anders. Der Boden war anders, die Leute, die Menschen, die Sitten, die Gebräuche, die Religion. Kurz alles, was man sich nur vorstellen kann. Es hat diese Reise in Bali auch meine Malerei beeinflusst. Das ist das, was ich suche. Ich suche Einflüsse von anderen Kulturen, die in ihrer Weise genauso richtig sind wie unsere Kultur. Und von Bali habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Es hat lange, lange Zeit gedauert, bis ich mich überhaupt wieder da eingefügt habe in dieses Leben. Und ich bin dann so weit gegangen und habe begonnen, habe Indologie inskribiert und ein paar Semester Indologie gemacht. Was mich fasziniert hat, vorhin ist die Religion. Und die Götter und die Dämonen und ja, die vielen Götter, die haben. Das war, und die Beschreibungen vor allem, manche Texte wurden in Sanskrit gelesen. Das ist eine ungeheuer tolle Sprache, die also eigentlich schwierig ist zum Übersetzen, obwohl es jetzt leicht erscheint. Und das sind Beschreibungen von der Schönheit, von den Göttinnen, die sind für uns in Deutsch unvorstellbar. Wir haben gar nicht die Wörter dafür. Wie gesagt, das wollte ich vielleicht noch sagen, die Malerei bedeutet mir alles, das ist mein Leben. Und es ist ein Auf und ein Ab das ganze Leben lang. Und ich hoffe, alles, was ich möchte, ist eigentlich das Maß erfüllen, das mir gegeben ist.